Hallo Leute, ich versuche heute mal ein neues Format aufzunehmen. Und zwar habe ich mir gerade Armbrot gemacht. Ich zeige euch das mal. Ich verlinke euch hier unten in der Infobox mal unsere Food Diaries. Da seht ihr, was das ist. Ich kann es euch aber trotzdem noch mal kurz erzählen. Das sind gefüllte Tortellinis mit Kartoffeln. Tomaten aus unserem Garten, die habe ich so ein bisschen angesimmert. Scharfe Peperoni und Frühlingszwiebeln und ein bisschen Pfeffer. So, warum dieses neue Format? Weil ich Lust drauf habe und weil ich jetzt die letzten Tage einfach nicht dazu gekommen bin zum Videodrehen, weil ich dachte, komm, jetzt sitze ich hier sowieso gemütlich und esse, kann ich euch doch einfach mitnehmen. Vorher trinke ich mal noch einen Schluck. So, jetzt guten Appetit. Ich koste es mal. Es kommt gerade echt ganz heiß aus dem Topf. Dampft hier noch gemütlich vor sich hin. Das sind so Tortellinis. Meine Mama, die fährt immer nach Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg auf dem Markt. Findet die da total cool. Es ist halt super geiles Obst und Gemüse dort für echt krassen, also wenig Geld auf jeden Fall. Sie hat zum Beispiel letzten Freitag so eine ganze Stiege Mangos. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele da drin waren. Ich glaube 12 oder so hat sie gesagt. Für 3 Euro. Wie geil ist das denn? Genau, da fährt sie halt öfter hin und kauft dann dort halt Gemüse und Obst und frische Nudeln. Ja, voll cool. Und uns bringt sie auch manchmal was mit. Weil was soll sie mit 12 Mangos? Deswegen haben wir jetzt auch 3 Mangos in der Küche liegen. Genau, dann hat sie noch total coole Mango-Marmelade gemacht. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich jetzt hier nebenbei ein bisschen esse, aber ich fand das Format eigentlich ganz gemütlich. Und es schmeckt sehr gut. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist ja von meiner Heilpraktika-Ausbildung. Ich hatte euch ja erzählt, ich mache gerade die Heilpraktika-Ausbildung, also Heilpraktika-Psychotherapie ist das. Die mache ich in so einer Online-Schule. Isolde Richter heißt sie. Ich verlinke euch auch mal die Homepage in der Infobox einfach. Die haben mich nicht gesponsert. Ich kriege die Ausbildung nicht umsonst. Keine Angst. Ich habe das auch vorher mit ihnen abgesprochen, ob ich die erwähnen darf. Und sie meinten, ja, na klar. Kein Ding. Voll gut. Und ich esse mal nochmal. Ich habe Juni diesen Jahres angefangen mit der Ausbildung. Habe jetzt einmal in der Woche, immer mittwochs, ein Online-Seminar. Das geht normalerweise, also live geht das von 9 bis 11 morgens, also vormittags. Und ich bin ja da auf Arbeit natürlich meistens und deshalb gucke ich mir immer die Aufzeichnung an. Damit komme ich super klar, muss ich sagen. Also ich habe auch schon ein paar Mal live zugucken können, weil ich Urlaub hatte. Das ist auch cool, weil dann kannst du quasi die Dozentin live, also kannst ihr live Fragen stellen, ne? Also entweder im Chat oder halt per Mikrofon, was auch total cool ist. Ich persönlich komme mit den Aufzeichnungen aber besser klar, weil ich schreibe ja immer viel mit, weil ich mir das natürlich alles nicht merken kann und so. Und kann dann zwischendurch immer auf Pause machen, in meinem Tempo mitschreiben und mache dann wieder auf Play und dann geht's weiter. Also das, oder zwischendurch irgendwas nachschlagen oder im Buch nochmal nachlesen oder im Skript oder wo auch immer. Ich komme damit auf jeden Fall besser klar. Genau. Ich habe vor 3 Jahren, 2014 muss das gewesen sein, schon mal in Berlin Präsenzunterricht gehabt, auch an der Heilpraktikerschule. Das war auch cool. Das musste ich aber aus mehreren Gründen leider canceln. Und jetzt sind wir ja aus Berlin weggezogen. Das heißt, in Berlin jetzt irgendwie so eine Präsenz Ausbildung zu machen, kam leider, also wir wohnen noch in der Nähe von Berlin, aber halt nicht mehr so nah, dass ich da jetzt easy mal einmal in der Woche so hinfahren könnte. Also könnte ich schon, aber es ist halt echt ein Aufwand, ne? Und deswegen kam für mich so eine Online-Schule gerade recht. Finde ich super, ich kann damit super lernen. Man lernt ja trotzdem nicht autodidaktisch, ne? Also du kriegst den Stoff ja trotzdem von der Dozentin übermittelt, halt online. Aber damit komme ich super klar. Ich finde das super. Das ist ein geiles Format für mich. Klar hast du nicht so diesen Klassen,
Kollegen austauschen. Also das fand ich damals in der Heilpraktikerschule in Berlin halt ganz cool, weil du hattest halt Klassenkameraden, mit denen du dich auch super geil austauschen konntest. Das war halt noch ein bisschen anders. Ja, das ist was mir so ein bisschen fehlt. Andererseits denke ich mir gerade, hätte ich gar keine Zeit, das auch zu bedienen. Damals hatte ich noch jobmäßig ein bisschen andere Kapazitäten. Im Moment gibt es leider gar nicht. Deswegen passt das für mich gerade sehr gut. Und ich werde so oder so eine Ausbildung noch hinterher schieben oder parallel laufen lassen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Rumdödeln. Ich esse hier nochmal nebenbei so ein bisschen, sonst wird das nämlich ganz kalt. Und zwar stehen für mich gerade so ein paar verschiedene Ausbildungen zur Debatte. Und zwar ist das einmal eine Traumatherapie-Ausbildung, die mich sehr interessieren würde. Die würde ich dann auch mit Präsenzunterricht machen, weil ich habe so das Gefühl, Traumatherapie nur so per Webseminar ist so ein bisschen doof. Also da glaube ich, ist es schon wichtig, dass man im Präsenzunterricht verschiedene Techniken lernt, verschiedenes anwenden kann, auch wirklich mal, also so, weiß ich nicht, dass dir direkt jemand auch ein Feedback geben kann, finde ich da total wichtig, weil das ist ja dann eine Therapieform, die ich dann später in meiner Praxis auch anwenden will. Und die Heilpraktiker-Ausbildung, das ist ja quasi nur schulmedizinischer Stoff, ja, also das. Die Ausbildung mache ich ja jetzt quasi, um beim Gesundheitsamt meine Prüfung als Heilpraktiker Psychotherapie zu bestehen. Da ist nicht viel mit alternativer Medizin, das ist reiner schulmedizinischer Stoff, knallhart. Die ICD-10, wer das kennt, das sind diese Klassifizierungen von vorne bis hinten durch. Zack, 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 zack. Da muss ich sagen, komme ich super klar mit der Ausbildungsform. Die Traumatherapie würde ich so nicht machen wollen. Also die möchte ich im Präsenzunterricht. Das ist eine Option. Und eine weitere Option ist eine Hypnoseausbildung, finde ich auch mega interessant, auch in Berlin. Genau, das sind so zwei, die ich mir gerade, also bei der einen habe ich schon einen Termin bei der Schule vereinbart, wo ich einfach mal an so einem Seminar teilnehmen kann, bei der Traumatherapie. Und bei der Hypnose gibt es mehrere Termine und da muss ich mal gucken, weil die sind halt auch finanziell immer relativ teuer. Genau, so, ich esse jetzt hier mal kurz. Genau, was könnte euch noch interessieren? Also ich mache die seit Juni, die Ausbildung Heilpraktiker Psychotherapie, die geht bis Februar nächsten Jahres. Dann könnte ich mich theoretisch schon beim Gesundheitsamt anmelden, das werde ich aber glaube ich nicht machen, das ist nämlich echt heavy, also es ist mega viel Stoff. Und ich habe nämlich bei meiner Schule, also bei der Isolde Richter Schule, die Möglichkeit, dass ich das gleiche Seminar nochmal kostenlos hinterher schiebe. Und ich glaube, das werde ich machen, dass ich den gleichen Stoff quasi nochmal wiederhole. Einfach deshalb, ich bin ja trotzdem in dem Stoff drin, aber der festigt sich dann einfach nochmal. Also je öfter du das hörst, umso besser kannst du damit umgehen. Ist ja klar, je mehr du weißt, ne? Genau, weil es ist echt viel. Und gerade so medizinischer Termini und so weiter ist halt echt Neuland. Ich muss das quasi lernen wie so Vokabeln. Und ja, ich glaube, da brauche ich einfach noch ein bisschen, will mich jetzt auch nicht so krass unter Druck setzen und muss ich Gott sei Dank auch nicht, weil ich habe einen Job, ich bin finanziell gut drauf und alles ist cool. Und deswegen, ich muss das jetzt nicht machen, weil ich mich unbedingt selbstständig machen will und so. Genau, was ist der Plan? Der Plan ist, dass ich definitiv als Therapeutin arbeiten möchte, als Heilpraktikerin. Therapeutin darf ich mich, glaube ich, gar nicht nennen, als Heilpraktikerin. Ich möchte Menschen helfen. Ich würde gerne das so ein bisschen kombinieren. Also ich würde vor Ort natürlich mit den Menschen die Therapie machen, aber die, die ich vielleicht nicht erreiche, aus welchen Gründen auch immer, räumlich, zeitlich, wie auch immer, würde ich auch zum Beispiel per Coaching, per Skype oder so total cool finden. Weil ich halt finde, dass es wichtig ist, dass man sich die perfekte Therapieform raussucht und dann nicht, weil ich zum Beispiel in Hamburg wohne und der Patient wohnt in Heidelberg, dass es daran dann scheitert, dass die perfekte Therapie und die perfekte Kombination, also, weiß ich nicht, du suchst dir deinen Therapeuten ja aus und den Heilpraktiker-Therapeuten ja noch viel mehr, weil den musst du ja wahrscheinlich selber bezahlen, also zumindest die gesetzlich Versicherten.
Das ist ja keine Leistung von den gesetzlichen Krankenkassen, sondern die bezahlst du ja wahrscheinlich privat oder bist halt zusätzlich versichert oder wie auch immer. Und dann suchst du dir den selber aus. Das heißt, es passt wahrscheinlich perfekt. Und dass es dann nur daran scheitern würde, dass man quasi, oh, guck mal her, dass man quasi nicht an einem Wohnort zusammenwohnen würde oder dass die Distanz halt zu groß wäre, das finde ich halt nicht cool. Und deswegen, glaube ich, würde ich sowas wie Coaching per Skype und so auf jeden Fall auch anbieten. Habe ich selber schon gemacht. Mit einer Meditation und es hat mega geil funktioniert. Also ich fand das ganz toll. Es hat überhaupt nicht gestört, dass man sich nicht gegenüber saß. Man hat sich ja trotzdem gesehen. Also Mimik, Gestik und so weiter ist ja alles da. Ist ja nicht wie beim Telefon nur, ne? Und dass die Person jetzt nicht direkt neben mir saß und ich die quasi riechen und anfassen konnte, hat mich jetzt nicht gestört, weil beim Heilpraktiker Psychotherapie sprichst du ja, ne? Also ich fasse die Menschen ja nicht an oder mache mit denen Akupunktur oder sowas. Es ist einfach nicht nötig in einer gewissen Weise. Es ist zwar auch gut und wenn es passt, dann passt es ja auch, ne? Wenn man räumlich gut zusammen wohnt. Aber wenn es halt nicht passt, aber man will das trotzdem genau von diesen Menschen, finde ich es halt cool, dass es die Möglichkeit heutzutage gibt. Guck mal, unsere Katze, die spielt seit Wochen mit so Klebe, also es sind keine Klebebänder, aber das sind so Plastikfolien-Dinger, die um so ein Paket drum waren. Ich schleppe das die ganze Zeit hoch und runter und hoch und runter. Ja, genau. Ich koste jetzt hier nochmal. Das ist so meine Idee, die ich habe. Wie gesagt, Traumatherapie, Hypnosetherapie steht an. Ich finde das alles mega interessant. Ich merke von Tag zu Tag mehr, dass es genau das ist, was ich auf jeden Fall machen will. Und das ist auch das, was ich, glaube ich, ziemlich gut kann. Ich habe auch schon ein bisschen was geschrieben auf unserer Homepage. Hier mal verlinkt und natürlich in der Infobox newgenerationliving.de. Da ist ein Button quasi Psychologie. Und da schreibe ich ab und zu mal ein bisschen. Da werde ich jetzt über die Schule, glaube ich, ab und zu auch mal ein paar Updates schreiben, weil das bietet sich einfach an, dass ich euch da mal so ein bisschen auf dem Laufenden halte. Also wer da Interesse hat, gerne. Wer generell irgendwelche Fragen oder irgendwie irgendwas wissen will noch, was er vielleicht nicht in die Kommentare schreiben will, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, info@newgenerationliving.de. Könnt ihr gerne benutzen oder natürlich auch die Kommentare, wie ihr wollt, wenn euch das interessiert. Und ansonsten war es das erstmal. Das war erstmal so ein Grundinfo-Video und jetzt zeige ich euch mal noch meinen Arbeits- und Lernplatz, wie der aussieht. Viel Spaß. Tschüss. So Leute, ich zeige euch hier mal so ein ultimatives Setup. Unser ganzer Tisch liegt voller Lernzeug von mir. Das hier ist quasi so mein Buch, wo ich alles reinschreibe von den Seminaren, die ich so habe. Ja, also das wird ordentlich vollgedödelt. Hier habe ich so ein paar Lehrbücher, dann habe ich noch so ein paar, also das, da, hier geht es zum Beispiel um Gestalttherapie, Psychopathologie, dann habe ich hier noch ein Lehrbuch, Dr. Psychopathologie, klinische Psychologie und Psychotherapie. Das sind zwei Bände, hier habe ich jetzt erstmal nur Band 1. Das ist sozusagen mein Vokabelheft, wo ich also so medizinische Termini reinschreibe, damit ich es mir einfach besser merken kann. Meine Federtasche. Dann hier drunter auch noch ganz wichtig. Meine Dozentin sagt, das ist unsere Bibel. Das ist der ICD-10. Also quasi die Klassifikation für die psychischen Störungen. Ja, also wenn ihr mal auf so einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon mal unten so eine Verschlüsselung gesehen habt und die fängt mit F an, dann hattet ihr eine, die hier drin steht. Genau. Und ansonsten viel Skriptkrams, psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel. Ne? Ganz viel zu lesen. Und genau, so sieht das jetzt hier immer aus.